Guten Abend und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Abendvortrag auf der 87. Jahrestagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die ja gleichzeitig die Frühjahrstagung der Sektion kondensierte Materie ist. Mein Name ist Ulrich Bleier, einigen vielleicht noch bekannt als Vorstand Öffentlichkeitsarbeit der DPG oder den Berlinern vielleicht als langjähriger Urania-Direktor. Diese Tagung mit ihren Dutzend Fachverbänden und Arbeitskreisen hat natürlich ein so unerschöpfliches Reservoir an Themen, dass man da schwer noch was draufsetzen kann. Aber ein Geophysiker, genauer ein Vulkanologe, der in die entlegensten Gebiete unserer Erde vorgedrungen ist, um die Eruptionsprozesse von Vulkanen zu untersuchen, erweitert den Horizont auch dieser Tagung ganz erheblich. Und dieser Vulkanologe hat nach seinem Studium in Karlsruhe und in Wellington und seiner Promotion in Hamburg nicht nur die Hotspots der Erde in den Blick genommen, sondern den Erdball als Ganzes. Ich würde hier ein bisschen salopp sagen, er ist in so entlegene Gebiete vorgedrungen, dass er doch gerne mal von oben sehen wollte, dass die Erde keine Scheibe ist. Dieser kleine Planet, der schon vom Rand des Sonnensystems wie ein kleiner blauer Punkt wirkt, das ist unsere wunderbare Heimat im Universum und übrigens auch die einzige. Ihn zu erforschen, hat sich unser heutiger Gast 2014 zu seiner Mission Blue Dot auf den Weg zur ISS gemacht. 2018 folgte dann seine zweite Mission, die Horizon genannt wurde. Mit 362 Tagen im All hält er immer noch den deutschen Rekord. Wir freuen uns, dass er heute zu uns gekommen ist, extra eingeflogen. Wir begrüßen sehr herzlich den ESA-Astronauten Dr. Alexander Gerst. Noch müssen Sie sich ein bisschen gedulden auf seinen Auftritt. Er kommt, gleich erkläre ich es, denn möchte ich da noch etwas dazu erzählen, und zwar, wie er unsere Horizonte erweitert hat, ist wirklich einmalig. Er hat über sein intensives wissenschaftliches Programm und seine Aufgaben als Kommandant der ISS hinaus viel getan. Zum Beispiel gab es ja den Studentenwettbewerb Überflieger. Diese Gewinnerexperimente sind mitgeflogen, die hat er betreut. Er hat uns alle an seinem Leben in der Raumstation intensiv teilhaben lassen. Man könnte fast meinen, die Maus hätte ihn mitgenommen zur ISS und nicht umgekehrt. Achten Sie später mal noch darauf. Dafür hat die DPG ihm die Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik verliehen. Die hat sein Kollege Reinhold Ewald entgegengenommen, er selbst war im Orbit. Und ich habe die Gelegenheit natürlich heute gehabt, ihm nochmal sehr herzlich zu dieser Auszeichnung zu gratulieren. Es war das erste Mal, dass die DPG diese Medaille für Online-Aktivitäten vergeben hat. Neue Horizonte sind auch heute das Thema von Alexander Gerst. Er bringt ja seine Erfahrungen in den letzten Jahren ein bei der Ausbildung neuer Astronauten. Er hat gerade erzählt, dass die neue Gruppe bald ihr Basistraining abschließt und er deswegen im Moment sehr viel Arbeit hat. Aber er ist auch unterwegs mit strategischen Überlegungen, was es denn an astronautischen Missionen nächstens noch so geben könnte. Astronautisch sagt man, weil man hier wird tatsächlich mal das Gendern Sinn macht, bemannt ist die Raumfahrt im wirklichen Sinne seit 1963 nicht mehr. Aber was, also auf dieser Tagung versteht jeder, warum der Vorstoß in unbekannte Welten begeistert, so ist Forschung halt immer.
Aber was kann die Raumfahrt in überschaubarer Zukunft erreichen? Was ist mit dem Mond geplant? Wird schon auf dem Mars geschielt? Es gibt so viele spannende Fragen und wir freuen uns auf den Vortrag über unsere Horizonte, warum wir den Weltraum erforschen. Und darauf stimmt uns zunächst ein Film ein. Danke erstmal Ihnen allen fürs Kommen, auch allen, die das ermöglicht haben. Und jetzt bitte Film ab. Hallo, guten Abend. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich habe es gerade ums Eck schon mitgehört. Ich bin sehr beeindruckt, wie viele Leute hier sind. So viele Leute habe ich in dem Hörsaal schon seit der letzten Mathe-Vorlesung nicht mehr gesehen. Montagmorgen um 8 höre Mathematik. Aber ja, wirklich vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich sage einfach mal du, weil wir sind ja Kollegen
Und es macht mir wirklich sehr viel Spaß, mal wieder hier zu sein und mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu quatschen. Das hat, finde ich, immer irgendwie ein besonderer Vibe. So. Also wir wollen uns heute mal so ein bisschen drüber unterhalten, warum wir den Weltraum entdecken, obwohl ich weiß, dass viele von euch mit Experimenten auf der ISS schon dabei sind. Das heißt, den meisten bräuchte nichts mehr über die Physik dahinter zu erklären. Aber dennoch, glaube ich, ist es mal schön, so ein bisschen so einen Rundumblick zu haben, warum wir denn überhaupt in den Weltraum fliegen. Vielen Dank auch nochmal an Herrn Bleier für die freundliche Vorstellung. Und ich glaube, wir haben später auch vielleicht nochmal ein bisschen Zeit, um ein paar Fragen zu klären, wenn ihr welche habt. Also könnt ihr euch schon mal ein paar Sachen überlegen. Ich fange jetzt einfach mal an mit meinem Lieblingsbild des Weltraumes. Und zwar, wir haben ja alle so Vorstellungen, also ich bin zum Beispiel mit Captain Future aufgewachsen, die ein oder anderen kennen das vielleicht noch von früher. Wir haben ja alle so Vorstellungen gehabt vom Weltraum, wie das da aussieht, und man denkt immer an irgendwelche Science-Fiction-Filme, vor allem Kids denken, das ist so. Aber in Wirklichkeit ist das Bild hinter mir, also ihr fragt euch jetzt bestimmt, welches Bild, aber genau das ist das Bild, das, was den Weltraum eigentlich ausmacht, 99,999, und ich glaube, jetzt kommen ein paar Neunen, Prozent des Raumes zwischen uns und Proxima Centauri sieht genau so aus, ist leer. Also ist jetzt auch kein Bild, sondern ich habe einfach aus Spaß jetzt eine schwarze Folie genommen. Aber wirklich, wenn man sich das anschaut, wie viel Prozent des Universums bewohnbar ist, also das ist jetzt eigentlich unser Planet, mehr kennen wir nicht, dann ist es diese Zahl, eine Null und dann 36 Nullen hinterm Komma und dann eine Eins, und das ist so ungefähr der Prozent Raum des bekannten Universums, der bewohnbar ist. Und ich glaube, das ist schon mal ein interessanter Punkt, der uns vielleicht so ein bisschen zeigt, was Weltraum für uns tun kann, also auch die Perspektive eines Menschen aus dem Weltraum auf uns selbst. Was Großes wird relativ klein im Angesicht der Unendlichkeit. Und ich glaube, das tut uns Menschen manchmal ganz gut, so ein bisschen einen Blick von außen auf uns drauf zu haben, um zu schauen, wie signifikant wir nämlich wirklich sind angesichts dieser Zahlen. Das hier ist jetzt wirklich ein richtiges Bild. Ich habe es nicht aufgenommen, leider. Das war die Huygens-Sonde, die, ich glaube, 2013 eine Milliarde Kilometer rausgeflogen ist, um ein Bild des Saturns zu machen. Wunderschön, einer meiner Lieblingsplaneten neben Pluto. Ich kriege immer Hate-Mails danach, das ist kein Witz, wenn ich das sage. Das Witzige an diesem Bild ist, dass eigentlich das Coolste auf diesem Bild gar nicht so gedacht war, also fällt auch gar nicht auf dem Bild, weil die meisten natürlich diesen schönen Planeten anschauen, aber wenn man genau hinschaut auf dieses Bild, da gibt es ein Detail, das es wert ist, sich nochmal genauer anzuschauen, und zwar in diesem Eck da hinten, wenn man das vergrößert, sieht man, dass auf diesem Bild jeder Pixel ist ungefähr in dieser Entfernung 86.000 Kilometer groß. Ein einziger Pixel, 1,2% davon, ist bläulich. Und wenn man es nochmal ein bisschen vergrößert, dann sieht man, es ist nicht nur, also wenn man mit der Nahkamera hinzoomt, dann ist es nicht nur ein bläulicher, sondern auch ein bräunlicher, gräulicher Pixel. Und es wird einem klar, das sind wir hier. Alles, was wir kennen, die gesamte menschliche Historie von den ersten Einzellern über die Dinosaurier bis hin zu uns, hat sich auf diesem kleinen Pixel, 1,2% eines Pixels, abgespielt und nur dort. Ich glaube, das ist, also für mich ist das eine wahnsinnige Perspektive, wenn man von außen so auf sich selbst schaut und versteht, wie wichtig wir sind, ja, und wie wichtig jetzt auch die Erde für das Universum ist, nämlich gar nicht. Aber doch ist es unser einziges Rettungsboot, das wir haben. Ich glaube, das ist tatsächlich was jedem klar wird, wenn er, vielen ist es ja auch schon hier auf der Erde klar, vielleicht leider nicht genügend, aber wenn man in den Weltraum fliegt, dann wird einem das relativ schnell klar.
Um dorthin zu kommen, muss man viel arbeiten erstmal, viel trainieren. Es sind ungefähr bis zur ersten Mission, ich habe es mal ausgerechnet, ungefähr 10.000 Stunden an Training, die man absolviert. Nicht alles so einfach, also wirklich auch mit Überlebenstraining und 7 Stunden Unterwasser Training im Raumanzug und so weiter. Macht aber Spaß. Also ich glaube, jedem von euch oder den meisten von euch wird das auch riesig Spaß machen. Das ist ein tolles Privileg. Und dann gleichzeitig noch über Orbitalmechanik zu lernen und wie man ein Raumschiff baut oder wie es gebaut wird, ist eine tolle Sache. Das Wichtigste, um in den Weltraum zu kommen, sieht man auf diesem Bild hier. Sagen die meisten, ja, okay, wissen wir, eine Rakete. Das meine ich aber gar nicht, sondern das, was man links von der Rakete sieht, die Flaggen. Internationale Kooperation ist, was uns in den Weltraum bringt. Weltraummissionen haben gemein, dass sie zu groß sind, als dass sich eine Nation das stemmen könnte, und das hat uns dazu gezwungen zu kooperieren. Diese Kooperation hier mit Russland damals, die hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr verändert, aus gutem Grund. Aber dennoch schaffen wir es als Europäer nicht, allein in den Weltraum zu kommen. Wir haben eine Rakete, die gerade Pause hat, aber die transportiert sowieso keine Menschen, leider. Und wir müssen international zusammenarbeiten. Das ist was, was positiv ist, weil internationale Zusammenarbeit, ich meine, das kennt ihr auch, in vielen eurer Projekte ist es unabdingbar, aber es bringt dann natürlich auch in Abhängigkeiten, die manchmal nicht so positiv sind. Werden wir später nochmal drüber sprechen. Es war eine tolle Reise, ich bin mit der Sojus-Kapsel, der russischen Sojus-Kapsel auch von Kasachstan, von Baikonur aus gestartet. Um da hinzukommen, muss man viel trainieren im Sternstädtchen in Moskau, und dann startet man tatsächlich von der gleichen Startrampe, wie von der Juri Gagarin gestartet ist. Also das Metall, das man hier sieht an dem Geländer, das ist tatsächlich noch genau das Gleiche. Also die ganze Startrampe ist noch gleich, die Treppen, die man hier hochgeht. Und man zwängt sich dann in dieses kleine Raumschiff rein. Das sieht sehr robust aus, das ist das Kontrollpanel. Sieht so aus, als kommt es aus dem Museum, aber in Wirklichkeit ist das so robust, weil man, wenn man mit 4G startet und die Vibrationen von einer Rakete unterm Hintern hat, will man keinen Touchscreen bedienen müssen. Für jeder, der schon mal irgendwie das Handy versucht hat zu bedienen bei einer ruckeligen Autofahrt, ist blöd, wenn man den falschen Knopf drückt und dann das Raumschiff direkt absprengt. Deswegen ist es eigentlich ein gutes Cockpit-Design. Neuartige Raumschiffe, SpaceX zum Beispiel, die regeln das ein bisschen anders, aber also machen das auch gut. Das ist tatsächlich nochmal die neuere Generation von Raumschiffen, die auch nochmal sehr viel automatischer fliegt. Das Ding muss man oft auch tatsächlich von Hand fliegen, was natürlich als Astronaut schon auch ein Stückchen Spaß macht. Dann, bevor man in Weltraum fliegt, muss man erstmal so ein bisschen mit sich selbst auch im Reinen sein. Das sagen einem die Kollegen und Kolleginnen vorher tatsächlich. Das heißt, wenn man diesen Moment hat, wo man in diese Rakete steigt, ist man erstmal umrundet von vielen Leuten, die einem gratulieren und einem Glückwünsche senden. Man muss sich von seiner Familie verabschieden. Man hofft, dass man sie wieder sieht, aber ganz sicher sein kann man nicht. Und dann fährt man dann mit dem Auto zur Rakete hin, alle anderen fahren in die andere Richtung, da fängt es schon mal an, dass man sich erstmal Gedanken macht, ob das wirklich so eine clevere Sache ist, und dann kommt wirklich der Moment, wo man einsteigt in dieses Vehikel. Das ist faszinierend, man hat eigentlich nicht viel Zeit zu reflektieren, weil der Kopf voll ist mit Prozeduren und was man jetzt alles machen muss, aber es ist schon nochmal ein bedeutender Moment, wenn man plötzlich alles hinter sich lässt. Man weiß, ich werde jetzt in dieser Rakete die Treppe hochsteigen, aber nie mehr runter. Und tatsächlich, um das so ein bisschen zu unterstreichen, da gibt es ein witziges Bild, das mein Freund und Kollege David Saint-Jacques gemacht hat, also mein Backup-Astronaut, der hinterher nach unserem Start meine Schuhe gefunden habe, die hatte ich vergessen. Das war der Sessel, in dem ich saß, bevor ich dann in meinen Raumanzug gestiegen bin. Schöner russischer Teppich hier. Und ich habe tatsächlich einfach meine Schuhe da vergessen. Ich habe einen Raumanzug angezogen, dann ging es irgendwie weiter und ich habe meine Schuhe nie weggeräumt. Und das war quasi das Letzte, was von mir übrig blieb, als ich die Erde verlassen habe. Hat er mir direkt hochgeschickt zur Raumstation. Das fand ich irgendwie witzig. Dann der Start selbst ist von innen relativ unspektakulär, bis auf den Schub, aber von außen ist es der Wahnsinn. Also die Rakete hat ungefähr 300 Tonnen Startgewicht
Und die Schubkraft, wenn man es umrechnet, also erst sind ungefähr 400 Tonnen. Das heißt, es geht relativ sanft los, so 1,3 G am Anfang, die einen nach oben drücken. Aber dann, wenn der Treibstoff verbrennt, dann wird die Rakete leichter, der Schub bleibt gleich und dann geht es irgendwann richtig ab. Dann hat man so bis 4 G Beschleunigung. Und unter einem brennen so 26 Millionen PS. Keine gute physikalische Umrechnung, aber so grob kann man es so beziffern. Und natürlich die Familie und Freunde und Kollegen stehen unten auf dem Bild, macht eine Person alles richtig, die anderen verschwenden den Moment durch den Blick, durch den Sucher. In der Kapsel ist es erstmal Wahnsinn, weil es wirklich toll ist, man spürt diesen Schub, wie er immer mehr wird, wie immer mehr wird, und das Geile dabei ist einfach, der hört einfach nicht mehr auf. Ja? Das ist so ein bisschen wie wenn man beim Flugzeug startet und es losgeht und man spürt auch so ein bisschen diesen Druck, aber das hört einfach nicht mehr auf. Das geht einfach 8 Minuten weiter. Und dabei muss man aber, also kann man jetzt nicht viel aus dem Fenster schauen, sondern man muss halt arbeiten, muss alle möglichen Parameter überprüfen, schauen, wo man gerade ist, eventuell das System bedienen, wenn irgendwas schief geht, alle möglichen Parameter hier, Druck, Treibstoff, Vorrat und so weiter. Das heißt, man hat viel zu tun. Und dann erst nach einer Weile hat man überhaupt erstmal die Chance, nach vielen Minuten mal rauszuschauen. Und wir sind bei meiner ersten Mission erstmal in die Dunkelheit gestartet. Das heißt, konnte rausschauen, war einfach nur schwarz. Und dann irgendwann kommt dieser Moment, wo man die Atmosphäre zum ersten Mal sieht oder zum ersten Mal so einen kleinen blauen Schimmer am Horizont sieht und erstmal denkt, es ist eine Reflexion, aber dann man merkt, nee, das ist jetzt wirklich so die Erde von außen. Und ich habe ein witziges Video, ich habe es leider nicht mit dabei, ein witziges Video von mir selbst. Wir sind mit GoPros gefilmt worden in der Kapsel und ich habe im Nachhinein, das hatte ich total vergessen, meine eigene erste Reaktion gesehen, als ich zum ersten Mal rausgeschaut habe, als Geophysiker auf diesen Planeten Erde, einer der ersten Geophysiker, der überhaupt sein Untersuchungsobjekt mal von außen sieht, als Ganzes, noch nicht mal als Ganzes, aber so ein Stück weit von außen, und meine Reaktion ist so ein bisschen peinlich, aber irgendwie auch witzig, also meine Reaktion war, die ist ja rund. Und ich bin nur, das ist kein Witz, das war auch nicht gestellt, ich bin nur darauf gekommen, ich hatte es eigentlich komplett vergessen gehabt, dass ich meinen Kollegen gesagt habe, so schaut mal da raus, ich hab auf dem Video gesehen, wie ich da raus zeige und dann dieses Rund-Ding Zeichen mache. Die ist ja wirklich rund. Also von dem her, selbst als jemand, der eigentlich dachte, er weiß die meisten Sachen über den Weltraum und wie dünn oder wie dick die Atmosphäre ist, das konnte ich ja alles in Zahlen. Es hat mich doch umgehauen, als Mensch das mit meinen eigenen Augen zu sehen. Darauf war ich gar nicht vorbereitet. Ich dachte, ich bin da so nüchtern und habe schon viel gesehen und so viel trainiert. Hat mich dennoch umgehauen. Und ich glaube, das ist eben auch ein Zeichen, was die Raumfahrt für uns tun kann, dass diese Perspektive was ist, auch wenn man es weiß, es ist doch nochmal was anderes, es zu sehen. Und für mich ist es deswegen so wichtig, das irgendwie versuchen rüberzubringen. Dann, wenn man ins Helle kommt, das war tatsächlich mein erster Blick auf dem hellen Teil der Erde, aus dem Sojus-Fenster raus. Ich habe es mit so einem iPad gemacht oder einem Tablet, das ich hatte. Ist noch im relativ niedrigen Orbit, da sind wir noch nicht auf ISS-Höhe, das heißt, man ist noch relativ nah an der Oberfläche dran, aber trotzdem, ja, das ist das, was man sieht und man total sofort fasziniert, was sind das, Wolken oder irgendwas, man sieht immer, wenn man rausschaut, irgendwas, was man noch nie gesehen hat und was man noch nicht versteht, und wenn man dann neugierig ist, dann will man das immer verstehen, aber dann hat man keine Zeit so, und deswegen ist das manchmal auch tatsächlich ein bisschen belastend, weil man so viel sieht und es noch nicht prozessieren kann. Dann, wo wir schon davon sprechen, was ich bis heute noch nicht verstehe, ich war Commander dieser Station, aber ich habe es bis heute noch nicht begriffen. Das Ding ist so ein krasses Teil, man muss sich das mal vorstellen. Also es sind von 15 Nationen gebaut worden, an 500 Orten, und es wird aber zusammengebaut im Orbit bei 28.000 km/h, ohne dass die Teile, also
30, 40 Module und Teile, die zusammengesteckt werden müssen, Hundertstel Millimeter genau passen müssen, sind auf unterschiedlichen Kontinenten gebaut worden, ohne dass die jemals vorher mal so testweise zusammengesteckt wurden. Und also ja, also wie, man kann auch nicht kurz im Baumarkt eine Packung Schrauben holen, wenn man es vergessen hat. Und ich bin mir sicher, diejenigen von euch, die schon mal ein Haus gebaut haben, wissen das zu schätzen. Von 100.000 Menschen gebaut. Und vor allem, also was noch krasser ist, als dass das überhaupt funktioniert hat, dass man das Ding zusammenbaut, finde ich, irgendjemand kam auf die Idee, dass man so ein Projekt stemmen kann und dass das funktioniert. Also wenn man heutzutage so Großprojekte anschaut, könnte man auf die Idee kommen, das ist eigentlich unmöglich. Und irgendjemand hat genügend andere Leute davon überzeugt, dass diese Maschine es wert ist zu bauen. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Ich weiß es bis heute nicht, wie das dazu kam, das war vor meiner Zeit. Aber deswegen glaube ich, ist es nicht nur die komplexeste Maschine, die die Menschheit je gebaut hat, sagt man. Aber ich finde es eigentlich ist eher die unwahrscheinlichste Maschine, die die Menschheit je gebaut hat. Weil wenn man das jetzt heute vorschlagen würde, stell dir mal vor, irgendein Politiker sagt, pass mal auf, wir bauen auf vielen Kontinenten dieses Ding im Orbit und sind nur 100.000 Menschen involviert. Und ich glaube nicht, dass das jemand machen würde. Und das, ich glaube, das ist was wir vielleicht nicht vergessen sollten in unserer Frustration bei manchen Großprojekten, dass es auch Möglichkeiten gibt, dass man das durchzieht und dass das funktioniert und dass wir Menschen sowas machen können. Es ist nämlich der einzige Ort der Welt, zusammen mit der chinesischen Raumstation, in dem wir Schwerelosigkeit erforschen können, was ein Zustand ist, der auf unserer Erde nie stattgefunden hat. Also auf der gesamten Evolution des Lebens haben sich alle möglichen Parameter, die man sich so vorstellen kann, alle verändert. Einer ist fast immer komplett gleich geblieben und das war die Gravitation, also in der großen Größenordnung gleich geblieben. Und das heißt, wenn man der Natur Geheimnisse entlocken will, dann ist das natürlich eine großartige Möglichkeit, das zu tun, wenn man die Möglichkeit hat, das abzuschalten. Und das geht tatsächlich nur in diesem wahnsinnig krassen Labor. Das, wenn man da reinkommt, das ist so riesig, das ist ungefähr so groß wie so ein Verkehrsflugzeug, vollgestopft mit Kabeln und Sachen. Ich habe es vorhin in dem Video gesehen. Also das haut einen erstmal um, weil also dafür kann man auch nicht trainieren. Die Trainingsmodule, die sind alle so clean. Wenn man dann da hochkommt, dann denkt man erstmal, oi, das wird eine Weile dauern. Dann haben wir eine tolle Crew. In dem Fall waren wir zu sechst die meiste Zeit und man hilft sich gegenseitig. Die drei sind vor einem schon da, die zeigen einem so ein bisschen, weil man am Anfang erstmal ankommt und noch nicht weiß, wo ist meine Zahnbürste, wo sind meine Unterhosen, wo ist mein Essen, wie gehe ich zur Toilette, wie schlafe ich und überhaupt, wie kann ich mich von A nach B bewegen, ohne dass ich irgendwie die ganze Zeit in die Wand fliege. Das sind alles Sachen, die man am ersten Tag irgendwie rausfinden muss und das kann man nicht trainieren. Und dafür ist es echt gut, wenn man eine tolle Crew hat. Dann das Columbus-Labor in Deutschland gebaut. Wahnsinnig tolles Labor. Also es sieht aus wie so ein nicht wirklich aufgeräumtes Kinderzimmer, aber in Wirklichkeit ist es, okay, viele von euch kennen das vielleicht aus ihrem Labor, aber also ich finde das super, also es ist nämlich jeder Schrank an der Seite, also jeder von diesen Wandschränken hier ist quasi so ein Universitätslabor. Ja, das ist hochkomplex und das ist hier das Biolab zum Beispiel für biologische Versuche. Links drüben außerhalb des Bildes ist ja noch ein Fluid Science Labor und so weiter. Also es ist wirklich Hochtechnologie, da auf kleinstem Raum reingebaut und es ist ein Riesenprivileg, da drin zu arbeiten und sich zu überlegen, dass es keine Möglichkeit gibt, durch keinen Aufwand der Welt, durch kein Geld der Welt, diese Bedingungen auf der Erde nachzustellen für länger als ein paar Sekunden bei einem Parabelflug oder in einem Fallturm. Aber und was auch sehr wertvoll ist, aber wenn man wirklich langfristige Experimente machen will, dann muss man da hochgehen. Und das ist, für mich war das Wahnsinn, ja, wenn man das 2 Meter entfernt von meiner Schlafkabine gewesen und ich stehe auf und bin plötzlich in diesem Hightech-Ding. Das musste ich jeden Tag irgendwie neu so ein bisschen mein Mindset umstellen, weil man halt da, ja, das fühlt sich an wie so das Wohnzimmer, aber in Wirklichkeit ist es ein riesiges Privileg, da zu sein. Was für Experimente machen wir?
Auf jede Expedition haben wir ungefähr so 370, 350 Experimente gemacht. Also ein halbes Jahr war ich da auf der Raumstation, habe 370 Experimente gemacht, davon 40 aus Deutschland. Deutschland ist relativ stark, traditionell mit Zero-G-Forschung, also dank euch, natürlich auch Kollegen von Nichtphysikern, aber wir haben natürlich einiges an Physik dabei. Auf dem Slide hier habe ich ein paar Sachen zusammengefasst, die wir an uns selbst ausprobieren. Also wir nehmen das wirklich selbst Blut ab, um unser Immunsystem zu untersuchen, um grundlegende Daten rauszufinden, wie unser Immunsystem funktioniert. Wir machen aber auch Experimente zu Proteinkristallen, die Parkinsons oder Alzheimer auslösen. Wir schauen, wie unser Gehirn sich umstrukturiert, um davon dann Schlaganfallpatienten profitieren zu lassen. Wir erforschen Krebstumore, die in der Schwerelosigkeit ganz anders wachsen als in der Petrischale in 2D, um dann Medikamente zu testen. Das sind wirklich interessante Sachen gemacht in der Humanphysiologie, aber natürlich auch viel im Thema Werkstoffe. Wir haben einen elektromagnetischen Levitator an Bord, in dem wir geschmolzene Legierungen untersuchen, ohne dass die ein Randgefäß berühren. Das ist sehr wichtig für ein paar Parameter, die man diesen neuen Legierungen entlocken will, die kann man ihnen nicht auf der Erde entlocken, weil man es einfach nicht schafft, die Legierung ungestört in geschmolzenen Zustand einige Sekunden schweben zu lassen, um dann die Kristallisationsprozesse zu beobachten, um dann ein paar Parameter zu messen, die man dann hinterher dann in Modelle füttern kann und dann geht es auf der Erde weiter. Aber ein paar Dinge müssen wir diesen Legierungen in der Schwerelosigkeit entlocken, sonst zwingt so ein Randgefäß dieser Legierung so eine Kristallstruktur auf. Wahnsinnig interessantes Experiment, läuft seit 2014. Ich denke, vielleicht sind sogar einige dabei, die da schon mitgemacht haben, also sind tausende Versuche dadurch schon gestartet worden. Und andere Sachen wie Beton zu mischen, um die Kristallisationsprozesse besser zu erforschen, weil eben keine Konvektion stattfindet. Also ja, einiges davon habe ich selbst nie durchschaut, weil einfach zu wenig Zeit dafür war. Ein interessantes Ding war auch ein Erdbeobachtungssensor, den wir auf der ISS installiert haben zum Test, DESIS-Sensor, um zu schauen, wie er funktioniert, um die Ingenieurinnen und Ingenieure dann den optimieren zu lassen danach, um dann ihn als NMAP-Satellit zu starten. Das finde ich interessant, dass wir die ISS auch so als Testbett benutzen, um neue Technologien zu testen, weil man nochmal gut rankommt, wenn man irgendwie was umbauen will oder wenn man es dann wieder mit runterbringen kann, um es zu untersuchen, um dann hinterher dann ein Satellitensystem draus zu machen. Wir haben interessante Flammenexperimente gemacht. Da gab es eine wirklich witzige Entdeckung. Die Wissenschaftler haben uns irgendwann gesagt, wir haben in euren Versuchen, wir haben eine neue Flamme entdeckt, und zwar eine, die nicht bei 1300 Grad irgendwie brennt, sondern plötzlich bei 600 oder 500 Grad und die kein CO2 erzeugt, sondern Kohlenmonoxid. Wir haben das sowas noch nie gesehen, das muss es aber eigentlich auf der Erde auch geben und wir haben keine Ahnung, was wir damit machen können, aber vielleicht bessere Brennkammern für Kraftwerke. Das fand ich total interessant, weil das war überhaupt nicht das Ziel dieses Versuchs und es ist ja so oft so, dass man eine Sache untersucht und plötzlich kommt was ganz anderes raus. Macht auch am meisten Spaß was. Physik haben wir einiges dabei gehabt, das ist ein Plasmakristallversuch zu kaltem Plasma, wie es sich verhält, so Grundlagenforschung. Wir haben tatsächlich in meiner zweiten Mission zum ersten Mal ein Bose-Einstein-Kondensat erzeugen können, ungestört von der Schwerkraft, das war länger stabil. Das war das allererste Mal, ich glaube der Versuch ging noch einiges weiter. Ich weiß nicht, was der Status gerade ist. Und warum geht das? Tatsächlich, weil die ISS ein Synergiesystem ist zwischen Menschen und Robotern. Ich würde sagen, die ISS ist zu 90% robotisch und wir Menschen kommen damit rein, tun das, was wir am besten können, weil irgendwie was reparieren, was Unvorhergesehenes kaputt gegangen ist, einen Versuch auch mal in der Handschuhbox durchführen, was beobachten, wenn irgendwie was statt grün zu werden gelb geworden ist und man es doch nochmal mit den Principal Investigators am Boden abklären soll. Da sind wir Menschen drin gut und die Roboter sind gut, uns die andere Arbeit abzupassen. Und deswegen ist das ein super System. Nur dadurch, dass wir mit auch künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten,
das ist vielleicht noch ein Randthema im Moment noch, aber dadurch, dass wir mit Robotern zusammenarbeiten, sind wir so effizient, dass wir 700 Versuche im Jahr machen können und nicht irgendwie nur drei, wenn man jetzt so einen Testsatelliten hochschicken würde, um dann einen neuen hochzuschicken für das nächste Experiment. Und deswegen ist die ISS so erfolgreich, weil wir das quasi ins Labor rein können. Das kennt ihr ganz gut, ja. Wenn man ein Experiment hat, muss man halt oft nachsteuern, einfach weil irgendwas anders läuft, als man es erwartet hatte. Und natürlich ist es wichtig, dass man die Unterstützung hat vom Boden. Deswegen vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe die DPG-Flagge mitgenommen auf meine letzte Mission. Das war mir ein sehr wichtiges Anliegen. Wir haben uns ja fast unterhalten. Es gab keinen Livestream, aber ich habe euch eine Nachricht noch geschickt. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Das hilft wirklich, wenn man weiß, dass man da oben arbeitet in so einem Ort und man weiß, man hat viele Leute, die unten mitfiebern und man will ja auch alles richtig machen. Das ist auch die größte Sorge, die man als Astronaut hat oder als Astronautin, dass man eins dieser Versuche vielleicht irgendwie aus Versehen beschädigt, wenn man die falsche Schraube aufdreht und irgendwie das Experiment kaputt ist und dann plötzlich drei Doktorandinnen und Doktoranden unten und eine ganze Arbeitsgruppe Daten für ein Jahr verloren hat oder noch schlimmer. Das ist tatsächlich war meine größte Sorge in dieser ganzen Sache und das hat zum Glück gut geklappt, aber ich weiß, da haben manche auch auf ihren Nägeln gebissen hier unten. Also vielen Dank für die Geduld. Generell wollte ich mal so eine Karte zeigen, wo alle Länder in grün drauf sind. Das sind 108 Länder, das stand 2020, inzwischen sind es sogar noch mehr, die an wissenschaftlichen Experimenten beteiligt waren auf der Raumstation. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es 108 Länder gibt überhaupt. Aber tatsächlich, so viele Kooperationen haben wir und die haben alle was zu verlieren. Die profitieren alle davon, dass die ISS fliegt, dass wir diese Daten mit runterbringen. Viele Experimente, viele Publikationen. Wie gesagt, die Zahlen sind schon 4 Jahre alt, da ist einiges dazugekommen, weil gerade bei der ISS wir uns jetzt so im effizientesten Teil der Operations sind. Früher haben wir noch viel damit verbracht, die aufzubauen, was natürlich viel Crewzeit gekostet hat an Bord. Und jetzt können wir viel mehr Experimente machen, einfach weil das Ding fertig ist. Wir müssen immer noch natürlich Wartungsarbeiten durchführen, aber es haben sehr viel mehr Zeit für Wissenschaft. Das heißt, jetzt ist so die goldene Zeit, so des Return of Investments. Natürlich ist es nicht nur Wissenschaft, was wir oben machen. Manchmal haben wir auch so ein bisschen Zeit für uns. Wir haben so meistens so eine Stunde am Tag, wo wir dann mit unserer Familie telefonieren können oder ja, mal aus dem Fenster schauen können. Und das ist natürlich das Erste, was man als Astronaut sich anschaut, wo komme ich eigentlich her, wie sieht mein Heimatland aus. Und am Anfang, das sieht man hier, das ist gar nicht so einfach. Ihr schaut wahrscheinlich jetzt alle schon, okay, wo sind wir? Was man hier sieht, also ich habe meine Heimatstadt Künzelsau am Anfang mal gesucht. Und oder dann auch mal Köln oder so. Und ich habe mangels Grenzen echt Schwierigkeiten gehabt, auch nur so, noch nicht mal grob irgendwie zu sehen, wo das ist. Also kann man hier sehen. Hier sieht man die Alpen schon und irgendwo hier dazwischen, ne, ist das. Und dann rast man noch mit 28.000 km/h drüber. Das heißt, das ist auch relativ schnell wieder weg. Und die ersten Male, ich habe kläglich versagt, ich habe dann irgendwie gemerkt, so da, wo ich gedacht habe, sei Köln, war dann die Schweiz. Kein Witz. Aber dann irgendwann kriegt man es raus. Ihr befindet euch hier, da habe ich gestern auf Google Earth geschaut, weil ich es auch wieder nicht gesehen habe, genau. Ich habe es nochmal vergrößert. Das ist auch tatsächlich ein Bild, das ich gemacht habe. Mit einem 1600er Zoom kann man ordentlich reinzoomen, da sieht man zum Teil sogar Autos. Übrigens, genau zu diesem Zeitpunkt, ziemlich genau jetzt, fliegt die ISS über uns drüber. Das heißt, wenn ihr draußen wärt, könntet ihr die sehen. Bitte jetzt nicht rausgehen. Vielleicht lieber morgen nochmal schauen. Und zwar um 19:48 Uhr erscheint die am westlichen Horizont, zieht so eine Bahn über so ein bisschen über Süden, südlich vom Zenit, und dann im Osten geht sie unter. Sieht man auch in der Stadt, bewegt sich langsam wie ein Flugzeug, sehr hell, aber blinkt nicht. Da sind im Moment 7 Menschen an Bord, Freunde von mir. Und ja, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich das Ding sehe. Wenn man runterschaut, fallen einem zunächst erstmal die großen Sachen auf. Ja,
super Stürme, die man zuerst anschaut und denkt so, boah, wie ist das schön. Und man, also ja, ich kann nicht anders, als dass ich das als schön sehe. Und dann plötzlich im zweiten Gedanken fällt einem ein, okay, da, das ist eigentlich ein wirklich schlimmer Sturm. Da drunten sterben Menschen gerade in dem Moment. Und man hat sofort ein schlechtes Gewissen dafür, dass man es kurz vorher noch schön gefunden hat. Und das ist so eine ambivalente Sache. Man sieht viel aus dem Weltraum, man beobachtet viel, man kann auch Krieg sehen. Man kann aber überhaupt nichts dagegen tun. Und das ist, war eine Lektion, die ich gelernt habe, die war mir auch neu, also dass das schwierig sein würde. Man sieht tolle Sachen, in dem Fall hier der Mount Everest, an einem klaren Tag, oft sieht man ihn nicht so schön klar. Man sieht Einschlagkrater, die einem dann auch zu denken geben, das ist in Mauretanien der Tenomer-Krater, über einen Kilometer groß, einer der wenigen, die erhalten sind auf der Erde, die meisten sind weg, aber das wird wieder passieren. Wir haben selbst einen 15 Kilometer großen Krater in Süddeutschland, wird auch wieder passieren. Denkt man sich, okay, sind wir da gewappnet für? Wahrscheinlich noch nicht, sollten wir wahrscheinlich als Menschheit. Auf dem Raumschiff ist es dasselbe, hier ist ein Einschlagkrater von Weltraummüll in unserer Scheibe, also ungefähr 1 Zentimeter groß das Ding, also kleiner Fingernagel, aber gibt einem auch schon zu denken. Wenn das Ding ein bisschen größer gewesen wäre, dann hätte es die Scheibe durchschlagen. Dann, was ich immer faszinierend fand, Muster, die die Natur erzeugt. Das kann man sich nicht ausdenken, das ist Wahnsinn. Ich war in der Gegend in Neuseeland mal wandern, kurz nach dem Abi, und ich habe mich gefragt, warum das Meer die Farbe viermal am Tag oder so ändert. Und an dem Tag habe ich es sofort begriffen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe es vergessen, mir ist es einem wieder eingefallen. Und es ist Wahnsinn, was manchmal einfach so ein einziges Bild einem an Erklärungen liefern kann. Auch ein total schönes Bild, ja, die Wirbelstraßen hinter Inseln. Also ich könnte da stundenlang drauf schauen. Und dann fallen einem auch irgendwann so subtilere Sachen ein. Warum ist die Sahara orange, wenn man drüber fliegt? Die ist manchmal so orange, dass man tatsächlich, selbst wenn man nicht rausschaut, das Innere der Raumstation orange wird, weil das orange Licht durch das Fenster reinscheint. Hier in dem Fall sind es Sandstürme, die man über der Sahara aufzieht und die dann über den gesamten Atlantik, Südatlantik, Richtung Westen ziehen, in Richtung Südamerika. Das kann man wirklich sehen. Man sieht hier diese Schleier von Orange, das ist alles Sand. Und man fliegt hier in ein paar Minuten vom einen Kontinent zum anderen. Man sieht diesen Schleier an Staub. Und das ist das, was den Regenwald düngt. Das ist Wahnsinn, das einfach mit eigenen Augen zu sehen. Dann fällt einem auf, dass manches Menschengemachte ganz schön raussticht, wenn man hinschaut. Das ist zum Beispiel Tagebau Hambach. So habe ich gelernt, Köln zu erkennen, weil tatsächlich Köln sieht man hier nebendran dann. Und dieses Tagebau, also das ist Köln, ja, und dieses Tagebaugebiet ist so groß, das sieht man schon, wenn die ISS noch über Spanien ist, kann man dieses Ding sehen. Frankfurter Flughafen am Schluss kann man auch sehen von Spanien aus. Also das Eingriffe in die Natur, die fallen einem dann mehr und mehr auf. Zum Beispiel das hier, das ist der Aralsee. Der war 1985 oder so 68.000 Quadratmeter groß. Meine Kollegen aus dem Space Shuttle haben das aufgenommen, das Bild rechts und oben. Das hier oben ist von Reinhold Ewald, 1997, glaube ich. Und jetzt ist er nur noch 8.000 Quadratmeter groß. Also, ja, menschengemacht. Das ist der Perito Moreno-Gletscher in Patagonien. Der wird nicht kürzer, aber dünner im Moment. Sieht man nicht mit bloßem Auge, aber das sagen uns die Erdbeobachtungssysteme. Das ist ein Gletscher in Neuseeland, Franz Josef und Fox Glacier. Die sind tatsächlich mehrere Kilometer kürzer, seit ich zum letzten Mal dort war. Das sieht man auch mit bloßem Auge zwischen den beiden Missionen. Nicht mit bloßem Auge, man muss ein Foto machen, aber dann auf diesem Foto sieht man es mit bloßem Auge, sind kürzer geworden. Regenwald, Amazonas, braucht man nicht viel dazu sagen, ich glaube, das ist jedem klar. Es ist Wahnsinn, wenn man das Brennen sieht. Das sind alles Feuer, die man von oben sieht. Da brennt immer irgendwo was, richtig krass.
Smog über Beijing ist immer eine riesen Smogwolke. Hier ist ein Tag, wo man mal überhaupt sehen konnte, dass es die Stadt ist. Normalerweise ist das alles weiß. Aber auch bei uns in Europa, Mailand, die Po-Ebene, oft viel Smog, auch Menschen gemacht. Und um das mal zu demonstrieren, wie wir Menschen eigentlich auch das Antlitz unseres Planeten ändern, habe ich ein Bild hier drin, das einzige Bild, ich verspreche es, das digital modifiziert ist. Und zwar, das ist ein Anblick unseres Erdballs vor, sagen wir mal, 150 Jahren oder so, bevor das elektrische Licht erfunden wurde, wie unser Planet von außen ausgesehen hat. Und zwar genau so. Ich habe ein Bild genommen, wo so ein Blitz drauf war. Also der Teil ist original, das ist ein normaler Blitz. Sieht man Tausende am Tag von der Raumstation aus und man sieht die Aurora, das Europa. So hat Europa ausgesehen vor 150 Jahren. Und jetzt zeige ich das richtige, normale Bild, so wie ich es aufgenommen habe und so wie man es aus dem Orbit sieht. Und so sieht das aus. Und das ist Wahnsinn. Wenn man über die Nachtzeit der Erde fliegt, das ist ein lichter Meer und alles davon ist künstlich. Und das war auch irgendwie eine Sache, die ich wahrscheinlich wusste, aber die mir nie so richtig deutlich geworden ist. Auch ein Unterschied zwischen meinen beiden Missionen, dass 2014 ein Bild meiner Heimatstadt Künzelsau im Franken sieht ganz normal aus, sommerliche Felder. Jetzt das gleiche Bild 2018 während der Trockenheit, einige von euch werden sich sicherlich erinnern, so sah das gleiche Gebiet aus 2018. Ist übrigens auch was wir erforschen. Wir haben einige Pflanzenexperimente an Bord, wo es darum geht, dass wir den Pflanzenwurzeln oben und unten wegnehmen, um zu erforschen, wie Pflanzenwurzeln vielleicht schneller in wasserführende Tiefen wachsen können. Die Idee dahinter ist, dass man dann Pflanzen hat, die dem Klimawandel ein bisschen mehr trotzen und wo man dann vielleicht vermeiden kann, dass Leute ihre Heimat verlassen müssen, weil nichts mehr dort wächst. Zuletzt, ich will jetzt nicht mit dem frustrierenden Teil der Erdbilder aufhören, nochmal was Schönes. Ich weiß, hier geht es um kondensierte Materie bei euch, aber das ist wirklich wunderschön an der Plasma-Sache. Die Aurora ist eines der besten Erlebnisse, die man haben kann im Weltraum, wenn man da wirklich durchfliegt. Also wir sind genau an der Grenze ungefähr zwischen Grün, dem Stickstoffbereich und dem Sauerstoffbereich im Rot. Das heißt, manchmal fliegt man da wirklich mittendurch. Und ist umrundet von Grün und Rot und fragt sich, was mein Dosimeter jetzt wohl gerade macht. Aber alles hat seinen Preis. Dann ab und zu, wenn man gerade nicht jetzt in so einer Strahlenwolke ist, dann muss man auch mal vor die Tür. Die Raumstation muss ab und zu gewartet werden. Wir mussten zum Beispiel eine Kühlpumpe austauschen, wir mussten neue Experimente installieren. Ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn man zum ersten Mal rauskommt und die Füße, die gerade aus der Luftschleuse kommen, das sind meine in dem Fall. Und mein Blick, das war dann der, direkt nach unten an meinen Füßen vorbei, erstmal 400 Kilometer nichts. Und es ist also wirklich eine tolle Sache. Man hat so eine 500-stufige Prozedur im Kopf, die man durcharbeiten muss, um Sachen irgendwie zu installieren und so. Man hat also nicht so viel Zeit. Aber trotzdem, wenn man erstmal rauskommt, schaut man doch mehrmals, dass seine Sicherheitsleine eingehängt ist, weil man weiß, sonst ist man weg. Das ist eigentlich eine tolle Vorstellung, dass man in dem Fall eigentlich sein eigener Satellit ist. Also man hat einen eigenen Orbit, unabhängig von der Raumstation, und das merkt man auch. Also die Orbitaldynamik ist da schon spürbar. Das heißt, man ist wirklich ein eigener Körper in der Umlaufbahn. Also tolle Sache. Drinnen in der Raumstation kriege ich auch oft mal eine Frage, wie lebt sich denn da eigentlich, wo wohnt man denn da? Das ist meine Schlafkabine, hat 0,6 Quadratmeter, habe ich ausgemessen, aber die Location zählt, sagt man. Genau, Maus und Elefant waren auch dabei, Elefant beim zweiten Mal, hat sehr viel Spaß gemacht. Ab und zu kann man abends noch, Sonntagabends so einen Tatort sich anschauen. Also man bringt sich ja meistens als Mensch so ein bisschen die Gemütlichkeit mit und das gehört dazu. Tagsüber muss man viel Sport machen, 2,5 Stunden pro Tag, entweder laufen, Fahrrad fahren oder Muskeltraining, sonst würde man viel Knochen- und Muskelmasse verlieren. So können wir das sogar erhalten. Also ich habe tatsächlich während der Mission
ein, zwei Kilogramm oder drei Kilogramm Muskelmasse aufgebaut an den großen Muskeln, aber trotzdem an den kleineren Muskeln noch ein bisschen was verloren. Also das ist was, woran wir noch arbeiten. Das haben wir aber schon relativ gut unter Kontrolle, also auch in der Schwerelosigkeit lang zu leben. Das ist was, was wir von der ISS gut lernen konnten. Hier ist, wie so eine Toilette funktioniert, so ähnlich wie hier auf dem Boden, nur dass man die Gravitation durch einen Luftzug ersetzt. Zähne putzen, rasieren, war eigentlich auch relativ einfach. Das Einzige, was schwierig war, ist mein Kollege Sergej, der mich bitten musste, ihm die Haare zu schneiden. Und das war wirklich was, ich kenne ihn gut, er ist wirklich sehr entspannt und den kann nichts aus der Ruhe bringen. An dem Tag war er so ein bisschen, hatte er so ein bisschen Angst und ich war nervös. hat aber gut funktioniert. Also das ist ein Bild von unserem samstagabendlichen Videoabend oder Kinoabend. Das ist auch so ein bisschen was wir machen. Das war mir als Kommando auch wichtig, dass die Crew sich auch mal entspannen kann und dass wir was gemeinsam haben. Wir haben so eine Leinwand aufgebaut. Wir hatten tatsächlich so einen kleinen Beamer und haben dann reihum konnte sich jeder irgendwie mal einen Film aussuchen, den er den anderen zeigen wollte. Und das war ein tolles Ritual. Das hat wirklich Spaß gemacht. Aber ja, einmal die Woche konnte man sich das leisten. Und hier sind übrigens die Schlafkabinen, die sind hier ringsum aufgebaut. Das heißt, Drew und Ricky haben von ihren Schlafkabinen ausgeschaut. Hier oben ist noch eine, die sieht man nicht. Da hat niemand draus rausgeschaut, weil man dann den Film kopfüber sieht. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Und meine war hier unten. Dann, halbes Jahr geht schnell vorbei. Das ist das Bild von unserem Abschied, wie wir wieder in die Raumkapsel geklettert sind, um dann so den letzten Ritt nach unten wieder aufzunehmen. Das ist wirklich eine tolle Sache, da freut man sich auch drauf. Das ist so echt wie eine Achterbahnfahrt. Also wenn man Achterbahn fahren mag, dann ist das genau das Richtige. Weil nämlich die Kapsel, also das ist jetzt hier unser Raumschiff, das man hier sieht, das besteht aus drei Teilen. Und um damit wieder in die Erdatmosphäre wieder einzutreten, muss man das in drei Teile sprengen. Also kein Witz, das wird wirklich mit so Sprengbolzen in drei Teile gesprengt, weil nur das mittlere Teil ein Hitzeschild hier drunter hat. Und hier sind die Menschen drin. Die anderen beiden Teile, die verglühen dann. Und das sieht man tatsächlich auf diesem Bild, dass jemand von unten aufgenommen hat, die drei Teile, die brennend wieder in die Erdatmosphäre wieder eingetreten sind. Zwei davon haben einen Rauchschweif und eins davon zum Glück nicht, weil da sitze ich drin mit meinen beiden Kollegen und Kolleginnen. Und das ist wirklich Wahnsinn. Also um einen rum brennt das, man sieht aus dem Fenster raus, man sieht das Feuer, das Plasma. Das wird, mir ist gesagt worden, an der heißesten Stelle in der Plasmawelle vor dem Raumschiff zum Glück 8000 Grad heiß. Heißer als die Oberfläche der Sonne. Das Plasma am Hitzeschild ist zum Glück kälter, weil das Wärme abgibt und das Hitzeschild verdampft. Und das hält es dann so auf 2000 Grad. Sonst wird es schlecht aussehen. Innen drin sieht es dann so aus und das ist wirklich Wahnsinn, wenn man rausschaut und man sieht dann nicht nur das Plasma an der Seite, das ist nur so 30 Zentimeter weg von meinem Kopf, sondern auch so brennende Teile vom Raumschiff, die so abfliegen. Und die man denkt sich, okay, hoffentlich hat sich das jemand gut ausgerechnet. Aber macht Spaß. Und dann hat man, bei dem wieder Eintritt, hatten wir 6G. Das war wirklich beeindruckend. Das war besser als eine Achterbahnfahrt. Also wenn man sich das mal überlegt, ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, es ist ungefähr so viel, wie wenn man von 200 km/h auf 0 abbremsen würde in einer Sekunde. Das ist ungefähr 6G. Fühlt sich jetzt nicht so schlimm an, weil es drückt an den Sitz, aber doch ordentlich und dann mehrere Minuten lang. Dann kommt so eine Phase der Stille zum Glück, nur so 10 Minuten, wo man an seinem Fallschirm schwebt, das ist alles sehr friedlich. Und dann kommt so aussieht, das Wort dafür ist weiche Landung oder Mjachka Pasotka. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber es war irgendwie so ein Scherzkeks, weil es ist wirklich nicht ganz ohne. Also was man da sieht auf dem Bild ist, dass in der Höhe von 75 Zentimeter über dem Boden, so ungefähr, da zünden so Bremstriebwerke, aber das sind eigentlich nur so kontrollierte Explosionen nach unten raus. Die haben nur einen Bruchteil von der Sekunde, sind die an, die erzeugen so ein Schubimpuls nach oben, das heißt, das bricht im Prinzip den Aufschlag in zwei Teile. Also das heißt, anstatt einem großen Aufschlag hat man zwei kleine. Und ist aber überlebbar,
sozusagen die Kapsel senkrecht landet, ist okay, aber manche Kollegen, wenn der Fall schon mit dem Wind geschwankt ist, die sind dann so ein bisschen seitlich aufgekommen, wie zum Beispiel mein Kollege Sigmund Jähn, der auch ein guter Freund von mir dann später geworden ist, der hatte tatsächlich bleibende Schäden an der Wirbelsäule, der nach seinem Aufschlag. Ja, wenn man zurückkommt, das ist auch wieder interessant. Ich bin gelandet an einem Ort in Kasachstan, an dem ich noch nie vorher war. Es kam mir vor, wie nach Hause zurückzukommen. Das fand ich bezeichnend. Ja, die Luke ging auf, man riecht plötzlich Erde, Schnee, Ruß um einen rum, aber alles irgendwie ungewohnt. Aber man sieht es als, fühlt sich so an, als ob man nach Hause zurückkommt. Und man ist ziemlich gebeutelt, sieht man auch. Es gibt eigentlich eine witzige Geschichte, also Reed, der hier rauskommt, ist so ein bisschen, er ist hinterher als Geburt bezeichnet, der war so ein bisschen Scherzkeks, wir haben uns sehr gut verstanden. Ihr werdet gleich nochmal ein Bild von ihm sehen, also merkt euch das mal. Das war der einzige Moment, wo ich auch so ein bisschen Angst hatte in der Mission, war nach der Landung, der Wind hatte uns weitergezogen, wir sind ein paar Mal gerollt mit der Kapsel am Fallschirm, weil bei denen die Sprengkapsel hat nicht funktioniert, um den abzuwerfen. Und irgendwann sind wir liegen geblieben, ich war unten auf der Seite, die Kapsel lag auf der Seite, ich war unten, alles ist auf mich runtergeregnet, so die Prozedurbücher und alles. Und Reed hing so über mir. Und ich weiß bis heute nicht so genau, wie es, aber ich glaube, da war auch ein bisschen Ernst dabei. Er hat das Schlimmste gesagt, was man in dem Fall sagen kann: mir ist schlecht. Und ich war unten drin, ich konnte meine Arme nicht bewegen, weil alles auf mich draufgefallen war und irgendwie alles auch so schwer war. Und ich dachte nur, bitte, 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 bitte nicht. Er hat es drin behalten, aber ich weiß bis heute nicht so genau, also ich glaube, da war auch schon Ernst dabei. Ja, das letzte Viertel dieses Vortrags würde ich gerne mit einem kleinen Ausblick in die Zukunft verbringen, um mal zu überlegen, wo es denn in Zukunft hingehen wird, wie es weitergeht, vielleicht auch nochmal die Frage fundamental zu beantworten, warum wir eigentlich in den Weltraum fliegen. Das ist das nächste Ziel, das ist offenbar unser der Mond, aber eigentlich können wir es als unseren achten Kontinent bezeichnen. Ja, der ist nicht weit weg, das sind 3 Tage Reisezeit und wir haben ihn noch nicht richtig erforscht. Wir waren nur mal an 6 verschiedenen Stellen, haben eine Flagge in den Boden gerammt und die 6 Stellen waren noch nicht mal repräsentativ. Aber wir können viel davon lernen, weil wahrscheinlich ist der Mond aus uns raus entstanden, noch nicht mal das wissen wir genau. Wahrscheinlich ist er ein wahnsinnig gutes Archiv, unter anderem für den Sonnenwind, der in dem Mondstaub eingefroren ist. Wenn wir die richtige Stelle finden, können wir vielleicht den Sonnenwind der letzten Jahrmillionen rekonstruieren. Das wäre eine wichtige Sache auch für die Zukunft. Aus der Vergangenheit kann man immer für die Zukunft lernen. Wir können und müssen Meteoritenkrater dort untersuchen, die man auf der Erde nicht mehr findet, weil wir wissen noch nicht mal genau, was das Risiko ist für die Wahrscheinlichkeiten eines Einschlags auf dem Mond und auf der Erde für bestimmte Größen von Meteoriten, die kennen wir nicht. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie groß die Gefahr eigentlich gerade ist und auch, wie wir uns davor schützen können, wissen wir nicht genau. Wir haben keine gute Abschussbasis für Missionen, die vielleicht von Meteoriten ablenken können. Wir sehen sie nicht alle, weil wir nicht in alle Richtungen schauen können. Dabei kann uns der Mond vielleicht helfen. Und interessanterweise, eines der letzten interessanten Dinge, die ich gelernt habe, ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denken, es ist vielleicht möglich, dass man auf dem Mond Meteoriten findet, die von der Erde kommen. So wie wir auf der Erde auch Mondmeteoriten finden. Ich habe selbst ein paar in der Antarktis entdeckt. Finden wir auf dem Mond Meteoriten wahrscheinlich von der Erde, haben wir bisher noch keinen, aber vielleicht finden wir einen. Und die Leute meinen, dass da vielleicht Spuren von frühem irdischen Leben drauf eingefroren sein könnte, auf diesen Meteoriten. Das heißt, wir können da vielleicht ein bisschen was über unsere Vergangenheit lernen, was wir hier nicht mehr rausfinden können. So ein bisschen vergleichbar ist das, glaube ich, mit der Entdeckung der Antarktis. Vor 100 Jahren war das gefährlich. Es war Eis, wusste keiner so recht, was man da eigentlich will in der Antarktis. Und es hat 2 Jahre gedauert, bis man hinkam und meistens nicht wieder zurückkam. Aber selbst da haben Leute Wissenschaft betrieben. Also das ist von Scotts Team
der leider nur bis zum Südpol kam, aber nicht mehr ganz zurück. Selbst er hat Wissenschaft betrieben. Dann, aber klar, wir wissen alle, das war damals eigentlich befeuert von, wer der Erste ist, der die Flagge da an den Südpol stellt, und dann gab es erstmal kein Geld mehr, als das geklärt war, so ein bisschen wie das Apollo-Programm. Und dann hat es ein paar Jahrzehnte gedauert und plötzlich gab es das internationale geophysikalische Jahr, dann gab es Antarktis-Station, und jetzt gibt es überall auf der Antarktis-Station, die uns buchstäblich das Leben retten, weil wir Klimadaten im Eis finden, weil wir nur dadurch den Klimawandel gut verstehen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, genau da sind wir gerade auch in der Mondfahrt, dass jetzt die Stimmen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler laut genug sind, die gab es die ganze Zeit, aber jetzt sind sie laut genug und werden auch wieder erhört, dass wir aus anderen Gründen als wegen der Flagge dahin fliegen müssen. Und ich bin mir ziemlich sicher, in ein paar Jahrzehnten wird es da genauso aussehen wie in der Antarktis, dass wir da Forschungsstationen haben und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da permanent auch leben und arbeiten. Was machen wir dafür? Am EAC, also am Europäischen Astronautenzentrum in Köln, bauen wir gerade so einen Mondsimulator. Das ist so eine Halle, in der wir mehrere tausend Tonnen Mondstaub, künstlichen Mondstaub haben, wo wir das Licht, die Strahlungsumgebung vom Mond nachstellen können, um dann Technologien zu testen, die wir brauchen. Das ist offen auch für Unternehmen, offen auch für Universitäten, wenn ihr Ideen habt, was wir da testen können. Wir haben schon ziemlich viele Anfragen. Auch die NASA will da testen. Dann sagt uns Bescheid. Im Moment sieht das Ding so aus, es ist schon im Bau, also es war das Richtfest vor ein paar Wochen, inzwischen hat es so eine Hülle, also geht mächtig voran. Die Astronautinnen und Astronauten bereiten sich darauf vor, dass wir in Analogumgebungen gehen, wie hier in Höhlen. Das ist interessanterweise sehr ähnlich, wie es in der Weltraummission auch ist, wenn man ein paar Tage, in dem Fall haben wir über eine Woche unterirdisch in einer Höhle gelebt und die versucht zu entdecken, aber um auch Weltraumtechniken zu verwenden, also Kommunikation und das abgeschiedene Leben, das Arbeiten, das Entdecken unter schwierigen Bedingungen, kann man da sehr gut testen. Da gibt es also ganz viele Astronauten, durchlaufen diese Ausbildung. Wir hatten Geologie-Ausbildung, wo es darum geht, dass wir Mondgesteine besser bestimmen, also analoge Mondgesteine, die es auf der Erde gibt, hier in einem Krater in Nördlinger Ries, wo auch die Apollo-Astronauten schon trainiert haben. Und gleichzeitig wird die Hardware gebaut, die uns wieder zum Mond bringen wird. Das hier ist eine Rakete, die schon geflogen ist, das Space Launch System mit der Artemis 1 Mission ohne Menschen an Bord, die 2022 gestartet ist mit europäischer Hardware obendrauf. ESA hat das Antriebsmodul für das Raumschiff gebaut, das hier drauf gesteckt wird, das hier oben auf der Rakete, das Orion-Raumschiff zum Mond und wieder zurückgebracht hat. Ein sehr, sehr erfolgreicher Testflug, 22. Ich war selbst beim Start dabei, mit Gänsehaut und noch mehr Gänsehaut, weil jetzt meine guten Freunde, inklusive Reid Wiseman, mit dem ich meine erste Mission geflogen bin, den habt ihr vorher gesehen, der aus der Kapsel rausgezogen wurde, inzwischen sieht er wieder ein bisschen frischer aus, der fliegt mit seiner Crew die Artemis 2 Mission im nächsten Jahr, und zwar eine ähnliche Mission wie Artemis 1, nur mit Menschen an Bord, eine Testmission. Die Hardware, die steht schon in Cape Canaveral, hier ist das europäische Service-Modul, das hier oben drauf das Orion-Raumschiff antreiben wird. Also wir sind mit dabei. Die Artemis 3-Kapsel, die Orion-Kapsel, wird schon gebaut. Die ist die Kapsel, die Menschen zur nächsten Mondlandung bringen wird. Ein paar Jahre nach, oder ein, zwei Jahre nach der Artemis 2-Mission, wenn alles gut geht und wenn SpaceX das Starship zum Fliegen kriegt als Landemodul für den Mond. Aber die Hardware wird gebaut, und das ist wirklich aufregend, wenn man da ist und diese Dinge sieht und weiß, okay, das Teil wird Menschen zum Mond bringen. Wir bauen auch gerade an einer Raumstation, einer kleinen Raumstation, dem Gateway, das um den Mond kreisen wird als Basisstation, also Umsteigestation, um effektiver auf die Oberfläche zu kommen vom Mond. Da werden die ersten Module gerade auch schon gebaut, also da ist wirklich schon Metall, das geschweißt und gefräst wird. Zwei Module kommen aus Europa, das ESPRI und das IHAB-Modul, was beides so Wohnmodule sind.
und Tankmodule. Wir wollen auch einen robotischen Lander mit beitragen, den Argonauten, der so 1,5, 1,8 Tonnen zur Mondoberfläche bringen kann, zum Beispiel einen Rover, Nachschub, Experimente, der dann mit den menschlichen astronautischen Missionen zusammenarbeitet. Da auf diese Weise wollen wir mit dabei sein. Und tatsächlich durch diese Beiträge, die wir jetzt da schon geleistet haben, haben wir 3 Slots für europäische Astronautinnen oder Astronauten auf den Artemis-Missionen, die dann in Zukunft kommen werden. Vielleicht nochmal ein Reset. Warum fliegen wir ins All? Die Frage, mit der habe ich angefangen, mit der würde ich gerne auch wieder aufhören. Wir haben es gesehen, es ist Wissenschaft, es ist Technologie, es ist internationale Zusammenarbeit, es ist Inspiration. Das sind alles Dinge, die da zusammenkommen. Ich glaube, letztendlich kann man das zusammenfassen mit was Grundlegenderem. Wenn man sich das Bild anschaut, das habe ich aufgenommen von der ISS aus, die Milchstraße, die man da sieht. Man sagt, es gibt mehr Sterne im Universum als Sandkörner auf der Erde. Das ist Wahnsinn. Also jedes Mal, wenn ich mir das vorstelle, hört mein Gehirn auf zu arbeiten. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber es bringt die Perspektive und die, dass wir jetzt ins Zeitalter der Raumfahrt eingetreten sind, das wird nie wieder aufhören. Es ist vielleicht für uns noch so ein bisschen neu, weil wir so nah dran sind. Es gab hunderttausende Generationen von Menschen, die nach oben geschaut haben. Jetzt die ersten 2 Generationen konnten von oben runterschauen. Ich glaube, wenn wir 10.000 Jahre in die Zukunft schauen und wenn wir uns Menschen bis dahin nicht selbst ausgerottet haben, dann werden wir zurückschauen auf diese Zeit jetzt als so signifikant wie der erste Fisch, der das Wasser, den Ozean verlassen hat. Da geht es nicht darum, wer das war, das wird vergessen sein. Es geht nicht darum, aus welchem Land irgendwelche Leute kamen, die da rausgeflogen sind, sondern es ging darum, dass die Menschheit die ersten Schritte in den Weltraum gemacht hat und dass das nie wieder aufhören wird, dass jetzt das Zeitalter der Raumfahrt da ist. Und ich glaube, mit dieser Einstellung müssen wir an diese Möglichkeiten auch rantreten, die uns das bietet. Und ich glaube, letztendlich, wenn man das Bild sich anschaut und realisiert, dass die Hälfte von uns von da draußen kommen, also nicht jetzt links, rechts, sondern wenn man sich jetzt anschaut, die Atome, die unseren menschlichen Körper ausmachen, mehr als die Hälfte davon sind außerhalb unseres Sonnensystems entstanden. Ich glaube, dann ist es nicht erstaunlich, warum wir da rausschauen und uns fragen, was da draußen noch ist. Und ich glaube, das ist eben die Antwort auf diese Frage, warum wir in den Weltraum fliegen, ist Neugier. Dass wir Menschen sind Entdecker und ich glaube, wir werden es immer sein und das ist, glaube ich, auch in unserer DNA aus gutem Grund, weil wir, glaube ich, sonst als Bewohner eines, also als Inselvolk im schwarzen Kosmos einfach nicht weiter existieren könnten, wenn wir nicht permanent den Drang hätten, auch unsere Umgebung zu erforschen, wie man es auch schon von kleinen Kindern sieht. Und wer weiß, vielleicht finden wir auch mal da draußen noch eine weitere blaue kleine Kugel mit vielleicht einem Leben da drauf. Wir wissen es nicht, dafür müssen wir noch ein bisschen weiter rausschauen. Wir müssen vielleicht mal zum Mars schauen, wenn wir dort Leben finden würden, fossil oder noch lebendig, dann würde das wahrscheinlich bedeuten, dass das Universum voll ist vor Leben. Aber wir wissen es nicht, wir müssen hinschauen, um es rauszufinden. Deswegen hier mein letztes Bild. Wollen wir von Perspektive sprechen, letztes Bild in diesem Vortrag. Das ist ein Bild von der Artemis 1-Mission, das ist ein wirkliches Foto, das aufgenommen wurde von der Kamera, die auf dem Solarpanel war von Artemis 1, von dem Orion-Raumschiff, das unsere Erde und den Mond beides zeigen und nochmal diese Perspektive zeigen auf uns selbst, dem wir, diesem kleinen blauen Planeten, dem wir alles zu verdanken haben. Vielen Dank.